Ja, in diesem Video geht es um das Konvergenzkriterium von Cauchy für Reihen. Und das hat also vorwiegend eine theoretische Bedeutung. Man kann mit diesem Konvergenzkriterium andere Konvergenzkriterien beweisen, ne? Also die Anwendung ist eher theoretisch. Gut, zuvor, bevor wir das Konvergenzkriterium von Cauchy erklären, müssen wir aber definieren, was man unter den Rest einer Reihe versteht. Dazu habe ich mal hier eine Reihe aufgezeichnet. Die hat die Glieder 100, 10, 1, 0,1, 100, 1000 und so weiter. Und jetzt betrachte ich mal alle Glieder ab dem vierten Glied, also ab diesen hier. Oder ich mache mal den Pfeil oben hin, so. Ja, und alle Glieder ab dem vierten Glied nennt man den Rest R4. Ne? Also R für Rest, so, bis unendlich hier. R für Rest, und weil der Rest beim vierten Glied beginnt, 1, 2, 3, 4, ne? Beim vierten Glied machen wir hier eine Zahl 4 hin, also R4. Allgemein heißt dieser Rest Rn. Und jetzt muss ich allerdings etwas dabei sagen. Manche Leute nennen diesen Rest auch R3. Ne? Die fangen nämlich anders an zu zählen. Die sagen, das ist der Rest, der nach dem dritten Glied, 1, 2, 3, nach dem dritten Glied anfängt. Ne? Kann man so oder so sehen. Ich nenne den mal R4. Das machen, soweit ich das weiß, die meisten. So. Ja, ich habe also jetzt eine zweite Reihe aufgezeichnet. Das ist diese hier. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, was man unter einem Rest R3,6 versteht. Ne? Da beginnen wir den Rest ab dem dritten Glied, hören aber nach dem sechsten Glied auf. Ne? Also hier oben war ja der Rest, der ging dann bis unendlich. Hier hört er beim sechsten Glied auf. Der beginnt also bei A3 bis A6. Und das schreibt man also folgendermaßen. Das ist der Rest vom dritten Glied bis zum sechsten Glied. So werden wir das in den folgenden Beispielen schreiben. Ja? Hier geht also der Rest bis unendlich, fängt bei 4 an. Und hier geht er von dritten bis zum sechsten Glied. Ja, im Folgenden betrachten wir jetzt wieder unsere Beispielreihe hier. Und das Erste, was wir machen, ist, wir überlegen uns, dass diese Reihe konvergiert. Ne? Wir haben ja hier die Zahl 100. Addieren wir 10, haben wir 110. Plus 1 ergibt 111. Plus 1 Zehntel ergibt 111,1 plus ein Hundertstel plus ein Tausendstel und so weiter. Und wir sehen schon, gegen welchen Wert die Reihe konvergiert. Die konvergiert gegen 111,1 Periode. So, jetzt können wir uns dem eigentlichen Thema dieses Films zuwenden, den Satz von Cauchy. Und den wollen wir jetzt ganz langsam entwickeln. Dazu betrachten wir hier unsere Beispielreihe. Das ist ja eine konvergente Reihe. Die konvergiert ja gegen 111,1 Periode. Und bei einer konvergenten Reihe wollen wir uns klar machen, da kann der Rest beliebig klein gemacht werden, indem man den Rest bei einer beliebig großen Stelle anfangen lässt. Also bildlich gesprochen, außen reichend weit rechts. Ne? Wenn ich hier anfange, dann ist der Rest natürlich kleiner, als wenn ich hier anfange. Ne? Wenn ich ausreichend weit nach rechts gehe, dann wird auch der Rest beliebig klein. Das wollen wir uns jetzt mal klar machen. Gut, dazu zeichne ich mal hier diese Reihe auf in ein Diagramm. Ne? Das erste Glied ist 100. Das zweite Glied ist 100 plus 10, also 110. Das dritte Glied ist 100 plus 10 plus 1, also 111, ungefähr hier. So, und die geht jetzt so weiter. Dann ab hier geht sie fast waagerecht weiter, weil die Glieder sind ja jetzt alle ganz klein. Ne? Und die konvergiert also gegen 111,1 Periode, wie schon gesagt. Ne? So, ja, was wollten wir machen? Wir wollten zeigen, bei einer konvergenten Reihe, da kann der Rest beliebig klein gemacht werden. Ne? Und dass das wirklich so ist, kann man sich folgendermaßen klar machen. Wenn das nicht so wäre, würde das auf einen Widerspruch führen. Ne? Nehmen wir mal an, der Rest könnte nicht beliebig klein gemacht werden. Das heißt, dann würde die Reihe ja größer werden. Ne? Und wenn die Reihe so verläuft, dann kann sie natürlich nicht gegen 111,1 Periode konvergieren. Die soll ja so verlaufen. Ne? Die soll sich beliebig dem Grenzwert 111,1 Periode nähern.
Ja, und das wäre eben Widerspruch, wenn der Rest nicht beliebig klein gemacht werden könnte. Dann würde die Reihe weiter so hier nach oben gehen, ne? Und dann wäre sie eben nicht gegen 111,1 Periode konvergent. Also können wir das mal als erstes festhalten und das schreibe ich jetzt mal an die Tafel. Ja, ich habe also mal hier an die Tafel geschrieben, was wir gerade erklärt haben. Da habe ich geschrieben, eine Reihe konvergiert, dann folgt daraus, der Rest der Reihe kann beliebig klein gemacht werden, indem man den Rest bei einer ausreichend großen Zahl beginnen lässt. Ne? Ich zeige mal eben nochmal, was das bedeutet. Wenn ich den Rest hier beginnen lasse, dann ist der Rest gleich 1,111 und so weiter. Ne? Wenn ich ihn bei einer größeren Zahl hier zum Beispiel beginnen lasse, dann ist der Rest 0,01111 und so weiter. Ne? Also ich kann den Rest beliebig klein machen. Ich muss den Rest nur bei einer beliebig großen Zahl beginnen lassen, also beliebig weit nach rechts gehen. Ne? Gut, das ist allerdings noch nicht das richtig Interessante. Das Interessante ist, ob dieser Satz auch in die andere Richtung gilt. Ne? Also wenn der Rest beliebig klein gemacht werden kann, folgt dann daraus, dass die Reihe konvergiert. Ja, warum ist das interessant? Dann hätte ich doch ein Kriterium gefunden, das mir sagt, ob eine Reihe konvergiert oder nicht. Ne? Da brauche ich also nur den Rest untersuchen. Wenn ich den Rest beliebig klein machen kann, dann folgt daraus, die Reihe konvergiert. Ja, das wäre schön. Leider muss ich dieses hier wieder wegmachen. Das ist nämlich etwas komplizierter. Es gibt nämlich durchaus Reihen, da kann der Rest beliebig klein gemacht werden. Der kann sogar zu 0 gemacht werden. Und trotzdem konvergiert die Reihe nicht. Ja? Und so eine Reihe, die schreibe ich euch jetzt mal hier unten hin. Ja, ich habe euch also hier unten eine Reihe hingeschrieben, wo der Rest beliebig klein gemacht werden kann, aber trotzdem die Reihe nicht konvergiert. Ne? Also praktisch als Beweis, dass man von hier nach hier keinen Fall machen darf. Gut, die Reihe ist ganz einfach aufgebaut. Hier nach den ersten zwei Gliedern kommen nur noch Nullen, also immer dreimal Null, und dann kommt plus 1 minus 1. Dann kommen wieder drei Nullen und dann kommt wieder plus 1 minus 1. Dann wieder drei Nullen und so weiter. So, betrachte ich zum Beispiel den Rest ab hier. Wie groß ist der? Der kann beliebig klein gemacht werden, oder der ist beliebig klein, der ist nämlich gleich 0. Ne? Plus 1 minus 1 hebt sich hier auf, hier auch, also wird zu 0 und weil ansonsten auch nur Nullen vorkommen, ist der gesamte Rest hier gleich 0. Aber trotzdem konvergiert die Reihe nicht. Ne? Warum? Ich zeichne euch die Reihe am besten mal an. Ich wische das mal hier oben weg. Die sieht also so aus. Ab hier kommen ja nur noch Nullen hinzu. Ja, dann sieht die so aus. So. Nullen. Aber dann kommt hier dieser Ausrutscher plus 1 minus 1. Da geht die Reihe einmal hoch und dann wieder auf den Normalwert zurück. Na? Dann geht es hier mit lauter Nullen weiter. Da kommt nichts mehr zu. Die verläuft waagerecht. Aber dann kommt hier wieder dieser Ausrutscher. Ein hoch, ein runter. Und so geht das immer weiter. Und wir sehen schon, was für eine Art von Reihe das ist. Das ist eine oszillierende Reihe. Na, die haben wir schon kennengelernt. Na, die hüpft immer so zwischendurch hoch. Na? Und solche Reihen sind ja nicht konvergent. Ja, also haben wir gezeigt, es gibt durchaus Reihen, wo der Rest beliebig klein gemacht werden kann, aber die Reihe konvergiert nicht. Ne? Also so klappt es nicht. Wir müssen also uns jetzt überlegen, wie wir diese Forderung verschärfen, damit wir hier einen Doppelfall hinmachen können, damit aus diesem hier das hier folgt. Ne? Wir wollen hier ein Kriterium entwickeln, das uns sagt, dass eine Reihe konvergiert. Ja. Und dazu zeichne ich euch jetzt mal hier oben an, was man für Überlegungen anstellen muss. Ja, ich habe unsere Problemreihe, die hier unten stand, nochmal hier oben hingeschrieben. Das war also die Reihe, wo man den Rest, zum Beispiel ab hier, beliebig klein machen kann. Der ist ja 0 gewesen. Aber trotzdem folgt daraus nicht, dass die Reihe konvergiert. Ja, also der Pfeil von hier nach hier, der war verkehrt. Na, sieht man an dieser Reihe. Das ist ein Beispiel dafür. So, jetzt wollen wir aber hier ein Kriterium stehen haben, dass daraus die Konvergenz der Reihe folgt. Also wir wollen den Pfeil
auch in diese Richtung haben. Und deshalb müssen wir das hier, die rechte Seite, verschärfen, diese Forderungen. Ne? Und da hat der Herr Cauchy eine Entdeckung gemacht. Der hat also Folgendes gesagt: Man muss nicht den Rest hier ab, den Rest ab einer bestimmten Stelle untersuchen, sondern auch alle folgenden. Also den Rest von hier nach hier, von hier nach hier zum Beispiel, von hier nach hier, aber auch von hier nach hier. Ne? Man darf den blauen Pfeil bloß nicht links hier vom roten Pfeil anfangen lassen, sondern alle Reste ab diesem roten Pfeil, ab dieser rot markierten Stelle, die sich da ergeben, die man sich aussuchen kann. Ne? Gut. Ja, und wenn jetzt alle diese Reste hier beliebig klein werden, wenn man sie bei einer ausreichend großen Zahl hier, das ist die rot markierte Zahl, beginnen lässt, dann konvergiert die Reihe. Ne? Also mache ich hier aus den Rest die Reste. Wir müssen ja alle mehrere Reste untersuchen. Da schreibe ich hin, die Reste können beliebig klein gemacht werden, indem man sie, nicht ihn, ist ja nicht mehr ein Rest, indem man sie, die Reste, bei einer ausreichend großen Zahl, das ist hier die rote markierte Zahl, beginnen lässt. Ne? Und das ist, dann gilt der Pfeil auch in die andere Richtung, wenn man das überprüft. Gut, ich erkläre mal, wie sowas in der Praxis aussieht, hier an unserer Reihe. Da wählt man eine beliebig kleine Zahl, zum Beispiel, die nennt man Epsilon. Und da wählen wir mal ein Tausendstel. Ne? Und dann überprüft man hier alle Zahlen, ob es hier eine Zahl gibt, die ist jetzt die rot markierte, sodass ab dieser Zahl alle Reste, also dieser, 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 kleiner als dieses Tausendstel sind. Ja? Gut, machen wir das mal. Also wir haben ein Tausendstel gewählt und wählen mal hier oben irgendeine Zahl. So, und dann muss ich alle Reste ab hier untersuchen. Also diesen, diesen, diesen und so weiter. Mache ich mal. Ja? Hier habe ich den Rest 0 plus 0 plus 1 minus 1 plus 0. Ergibt zusammen 0. Sieht schon mal gut aus. 0 ist ja kleiner als ein Tausendstel. Aber wenn ich den jetzt hier untersuche, ich muss ja alle Reste untersuchen, dann habe ich 0 plus 0 plus 1 und das ist gleich 1 und das ist nicht kleiner als ein Tausendstel. Ne? Also gehe ich jetzt weiter nach hier. So, aber weil sich die Reihe ja immer wiederholt, habe ich ja immer wieder das gleiche Problem. Ich kriege immer wieder Reste, zum Beispiel diesen hier, 0 plus 1, der also nicht kleiner als ein Tausendstel ist. Ne? 0 plus 1 ergibt ja 1. Und das ist nicht kleiner als ein Tausendstel. Ja? Und weil sich hier keine rote Zahl, hier rot markierte Zahl finden lässt, ab der alle Reste gleich 0 sind, alle Reste, ja? Deshalb konvergiert die Reihe auch nicht, sondern sie divergiert. Gut, war jetzt kein Beweis, war nur mal ein Beispiel, damit man sich die Begriffe einprägt. Ja, die Stelle, wo der rote Pfeil hier hin zeigt, das ist übrigens die Stelle, die nennt sich N-Epsilon. N-Epsilon, die wäre jetzt in diesem Fall 1, 2, 3, 4, das vierte Glied. N-Epsilon wäre also gleich 4. Ne? Und alle Reste ab N-Epsilon, also der Rest zum Beispiel 4, 4, 8, R, 4, 8, den müssen wir untersuchen. Oder R59, R59 oder R67, R67, die müssen alle untersucht werden. Gut, damit haben wir alle Begriffe geklärt. Die untere Grenze hier von diesen Resten nennen wir im Folgenden N, ne? Und die obere nennen wir M. Und N-Epsilon, ja, warum heißt N-Epsilon nicht einfach nur N und nicht N-Epsilon, warum dieses Epsilon? Das N hängt ja von Epsilon hier ab, weil, wenn ich ein kleines Epsilon wähle, dann muss ich in der Regel ziemlich weit nach rechts gehen, damit alle Reste kleiner sind als dieses Epsilon. Ne? Und weil diese Zahl hier, dieser rote Pfeil eben vom gewählten Epsilon abhängt, ne? Wenn ich jetzt ein Millionstel zum Beispiel gewählt hätte, müsste ich viel weiter nach rechts in der Regel, als wenn ich nur ein Tausendstel gewählt habe.
Ja, und weil diese Zahl hier, der rote Pfeil, n von Epsilon abhängt, nennt man das n-Epsilon. Ja, als nächstes versuchen wir jetzt diesen Satz von Cauchy, der hier steht, in eine Formel zu packen und hier unten hinzuschreiben. Ja, ich habe also den Satz von Cauchy, der hier in Blau stand, nochmal in Schwarz drunter geschrieben, in der Formelschreibweise, so wie man ihn in einem Lehrbuch findet. Und der lautet also, zu jeder beliebig kleinen Zahl Epsilon, ne, Epsilon war hier dieses 1000stel im Beispiel, existiert eine Stelle n Epsilon, das war die Stelle, die ich hier rot markiert habe, so dass gilt, dass alle Reste kleiner werden als dieses Epsilon. Ne? Das hier ist der Ausdruck für die Reste, das ist die untere Grenze n, das ist diese hier, das ist die obere Grenze m, das ist diese, und diese Reste müssen alle kleiner werden als Epsilon. Gut, ich muss natürlich noch sagen, dass die Reste, die fangen ja bei n an, ne? Dass die Reste erst bei n Epsilon anfangen dürfen, also der blaue Pfeil darf ja nicht hier stehen, wir haben ja gesagt, alle Reste ab den roten Pfeil, ne? Also alle Reste ab n Epsilon, das ist ja n Epsilon hier, ne? Deshalb mussten wir noch dahinter schreiben, n Epsilon muss kleiner gleich n sein, beziehungsweise n muss größer als n Epsilon sein, größer oder gleich, also dieser hier muss größer gleich n muss größer gleich n Epsilon sein, ne? Ab hier alle Reste nicht ab hier, da nicht, ne? Nur wenn n größer oder gleich n Epsilon ist. Ja, und das m hier, das hier ist m, der zeigt auf m, dass m größer gleich n ist, diese Zahl, das ist natürlich klar, ne? Aber man schreibt es dabei. Ja, rechnen wir nochmal ein Beispiel. Dazu habe ich noch eine Reihe hier oben hingeschrieben. Wir wollen zeigen, dass diese Reihe konvergiert mit den Konvergenzkriterien von Cauchy. Und der sagt also zwei Sachen, der Satz von Cauchy. Erstmal muss der Rest beliebig klein gemacht werden können und alle Teilreste müssen auch beliebig klein gemacht werden können. Ne? Wenn wir uns erstmal den ersten Schritt zu, wir gucken erstmal, ob wir den Rest beliebig klein machen können. Ne? Da wählen wir also eine Zahl Epsilon, eine kleine Zahl, sagen wir 0,5 und gucken, ob der Rest kleiner als diese Zahl gemacht werden kann. Ja, da gehen wir einfach hier mit unserem roten Pfeil immer weiter nach rechts und wenn wir hier sind, da sehen wir, ab da ist der Rest kleiner als 0,5. Weil hier habe ich ein Zehntel, dann kommt ein Hundertstel dazu, dann kommt ein Tausendstel dazu, ein Zehntausendstel und ihr seht schon, das ist 0,1 Periode, ja, aufgrund der Anschauung. Und 0,1 Periode ist kleiner als 0,5. Also für Epsilon gleich 0,5 klappt das Ganze schon. Ne? Wenn ich Epsilon gleich 0,5 wähle, ist der Rest ab dem vierten Glied kleiner als 0,5. Also kann ich schreiben, n Epsilon ist gleich 1, 2, 3, 4, ab dem vierten Glied kleiner als 0,5. Also kann ich schreiben, n Epsilon ist gleich 4. Gut, nehmen wir das nächste Epsilon, sag ich mal 0,1. Ja. Ja, wann ist der Rest kleiner als 0,1? Kann ich den Rest kleiner als 0,1 machen? Klar, da gehe ich einfach hier einen Schritt weiter. Da habe ich ein Hundertstel, ja, ein Hundertstel plus ein Tausendstel, Zehntausendstel. Ihr seht wieder, das ist 0,01 Periode. Ja. Und 0,01 Periode ist kleiner als 0,1. Ja. N Epsilon wäre in diesem Fall, also die Stelle, ab der dies der Fall ist, ist die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Stelle. So. Ja, jetzt werdet ihr sagen, ich kann das doch nicht für alle möglichen Zahlen machen, für beliebig kleine Zahlen. Da bin ich ja ewig dran. Also ich kann ja nicht unendlich viele Zahlen überprüfen. Ne? Aber man sieht, glaube ich, schon aufgrund der Anschauung, ich kann den Rest immer beliebig klein machen, indem ich einfach hier nach rechts gehe. Ne? Und dann kommen ja einfach nur noch hier Einsen dahinter. Ne? Wenn ich ein Tausendstel habe, gehe ich einfach zu ein Zehntausendstel. Und da sind dann noch ein paar Einsen hinter, aber dann bin ich auf jeden Fall kleiner als ein Tausendstel. Also das klappt. Ne? Sieht man aufgrund der Anschauung oder auch nicht. Der Rest kann beliebig klein gemacht werden. Ja, im zweiten Schritt müssen wir jetzt natürlich noch überprüfen, ob auch alle Teilreste beliebig klein gemacht werden können. Ja, dazu wische ich mal eben die Tafel hier ein bisschen frei. So, nehmen wir mal an, das ist jetzt der Rest.
Und der hat ja den Wert, wenn ich an dieser Stelle bin, 0,111 und so weiter, ne? Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn unendlich viele Teilreste überprüfen, ne? Ich habe ja nicht unendlich viel Zeit. Ich kann ja nicht eine unendliche Menge von Teilresten überprüfen. Zum Beispiel den Rest zwischen hier und hier oder zwischen hier und hier. Ja, wie überprüfe ich unendlich viele Reste? Das geht zwar im Allgemeinen nicht, aber hier bei unserer Reihe kann ich das doch machen durch eine ganz einfache Überlegung. Unsere Reihe hat nur positive Summanden. Ne? Und wenn dieser Rest hier ab hier gleich 0,1 Periode ist, dann ist jeder Teil davon, jeder Teilrest, zum Beispiel der hier, kleiner als 0,1 Periode. Ne? Ist doch ganz logisch. Wenn ich eine Summe mit 10 positiven Summanden habe und ich nehme jetzt nur ein paar von den Summanden, ist die Summe natürlich kleiner. Ja? Wie gesagt, das bezieht sich jetzt nur auf unsere Beispielreihe hier. Ne? Das hängt damit zusammen, dass alle Summanden positiv sind. Gut, haben wir das also auch überprüft. Wir haben also erstens überprüft, ich kann den Rest beliebig klein machen. Ne? Und wir haben gesagt, jeden Teilrest, also alle Teilreste, diesen hier, diesen hier, diesen hier, können damit auch automatisch beliebig klein gemacht werden. Und damit ist der Beweis erbracht. Diese Reihe konvergiert nach dem allgemeinen Konvergenzkriterium von Cauchy. Ja, gut, ich zeige noch vernünftige Beweise in den anderen Videos. Das war jetzt mehr ein Beweis, der aufgrund der Anschauung, das war kein richtiger mathematischer Beweis. Aber da folgen weitere Beispiele und da gehen wir dann streng mathematisch vor. Gut, damit sind wir am Ende und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.